Jasmin Habib-Erol ist gebürtige Berlinerin. Umso schmerzhafter für sie, dass sie von vielen nicht als solche gesehen wird. Fast täglich erlebt sie Rassismus, erzählt sie uns, weil sie Kopftuch trägt. So auch, als sie im Frühjahr mit Magenschmerzen zur Hausärztin geht. Dann wurde ich erstmal so ein bisschen ausgefragt, ne? Also woher ich komme. Meinte ich aus Deutschland? Die Antwort war natürlich nicht befriedigend. Dann hat sie gefragt, woher meine Eltern kommen, woher mein Ehemann kommt und so weiter. Und dann meinte sie am Ende ganz selbstsicher, ja, das wird wahrscheinlich kultureller Stress sein. An Vorurteile gewöhnt bohrt sie nach, worauf die Ärztin hinaus will. Dass die Gastarbeiter, die damals nach Deutschland gekommen sind, ja auch Magenschmerzen hatten wegen dem ganzen Stress. Und dass sie das ja irgendwie auch ihren Familien weitervererbt haben. Und ich dachte mir innerlich so, ja, danke für die Geschichtsstunde, aber was habe ich mit den Gastarbeitern zu tun? Denn ihr Vater ist Ägypter, ihre Mutter Deutsche. Eine Diagnose bekommt sie nicht. Heute kann sie über die Erfahrung lachen. Ein Bewältigungsmechanismus, sagt sie. Damals läuft sie weinend aus der Praxis. Inzwischen hat sie eine neue Ärztin. Generell, wenn man Rassismus- oder Diskriminierungserfahrungen macht, hat es Folgen für die Gesundheit. Ja? Also es hat hier Folgen und im Herz hat es ja auch Folgen irgendwie. Ne? Das macht ja immer was mit einem. Und man verliert das Vertrauen. So, ne? Also das ist, man fühlt sich schutzlos, man ist ängstlich und dann kann es sein, dass man vielleicht gar nicht mehr zum Arzt geht. Jasmin Habib-Erol arbeitet neben ihrem Studium in einem Projekt für Chancengleichheit an der Charité, um auf das Thema aufmerksam zu machen und um ihre Erfahrungen zu verarbeiten. Und sie ist kein Einzelfall. Uns erreichen während der Recherche Dutzende Zuschriften von Betroffenen. Auch Maria Fernandes aus Chile meldet sich bei uns. Sie möchte unerkannt bleiben. Ihr Martyrium beginnt vor 7 Jahren beim Gynäkologen. Er machte viele Witze und sagte, eine Latina wie ich sollte mit 28 längst Kinder haben und weigerte sich, mir die Antibabypille zu verschreiben. Ein Jahr lang habe ich versucht, einen anderen Arzt zu finden, ohne Erfolg. Inzwischen verschreibt er mir die Pille, ich habe schließlich ein Recht darauf. Letztes Jahr ruft sie nach einer Dengue-Fieber-Infektion den Krankenwagen. Sie hat schon wieder 40 Grad Fieber, fühlt sich mit ihren Ängsten aber nicht verstanden. Ich war total weggetreten und konnte kaum denken und bat sie, Englisch zu sprechen. Angeblich konnte das keiner. Die waren zu dritt und ich in einer Notsituation. Inzwischen ist sie unter anderem wegen ihrer Erlebnisse mit Ärzten bei einer Psychotherapeutin. Die hat selbst Migrationshintergrund. Das waren nur zwei Beispiele für das, was technisch Diskriminierung im Gesundheitswesen genannt wird. Solche Zuschreibungen oder Unterstellungen aufgrund einer realen oder vermuteten Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder Bevölkerungsgruppe sind aber mittlerweile ein grundsätzliches Problem und alles andere als Einzelfälle. Der Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor hat 2023 herausgefunden, Menschen mit Migrationshintergrund wechseln häufiger den Arzt oder die Ärztin, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen. Zum Vergleich, bei Menschen ohne Migrationshintergrund wechseln fast 19% bei den Männern und fast 29% bei den Frauen den Arzt. Bei Menschen mit Migrationshintergrund wechselte im Durchschnitt jede dritte Person bereits den Arzt. Besonders hoch ist der Wert unter muslimischen und asiatischen Frauen. Eine Folge davon: Menschen mit Migrationshintergrund vermeiden es, zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen, vor allem Frauen. So geben 13% bis 14% der schwarzen, asiatischen und muslimischen Frauen an, eine Behandlung aus Angst vor Diskriminierung verzögert oder komplett gemieden zu haben. Doppelt so häufig wie Frauen ohne Migrationshintergrund. Tuba Yalcinkaya koordiniert an der Charité ein Programm zum Abbau von Diskriminierung. Schönen guten Abend, ich grüße Sie. Schönen guten Abend. Warum sind Frauen besonders betroffen? Frauen sind besonders betroffen, weil sie in ihren Beschwerden häufig nicht ernst genommen werden in der ärztlichen Behandlung. Wir wissen, dass jede dritte Frau, insbesondere jede dritte Frau, die von Rassismus betroffen ist, noch weniger ernst genommen wird in den Beschwerden. Das führt im schlimmsten Fall dazu, dass diese Person weitere Ärztinnen aufsuchen muss und dadurch verzögerte Diagnosen entstehen. Was ist denn außer, Sie müssen jetzt mal auf die Symptome gucken und nicht auf Ihre kulturelle Brille, die müssen Sie abnehmen. Das ist ja eigentlich eine einfache Botschaft. Jetzt denken Sie mal nicht, der kommt aus dem südländischen Raum und wird sich von daher etwas echauffierter äußern. Achten Sie mal darauf, dass die Differentialdiagnose an erster Stelle steht. Ist das das Programm? Das klingt sehr einfach und das ist eines der Kernkompetenzen, um die es in unserem Programm geht. Ja, wir müssen das Individuum, das vor uns sitzt,
sehen und nicht mit einer Kulturschablone an diese Menschen herantreten. Denn dadurch entstehen solche Fälle, wie wir sie gerade gesehen haben. Es wird auf Kultur reduziert und es entstehen rassistische Zuschreibungen. Ja, vor allen Dingen gibt es keine Heilung. Also für die jeweils Betreffenden, wenn das quasi als Zipperlein abgetan wird, aber die ernsthafte Probleme haben. Welche Rolle spielt denn die Sprache tatsächlich dabei? Also wenn ich schlecht Deutsch spreche, werde ich auch dazu neigen, möglicherweise mich deutlicher auszudrücken und gelte dann auch wieder als aufgeregt. Ja, Sprache spielt natürlich eine sehr relevante Rolle in der ärztlichen Behandlung. Hier wird oft von der Seite des Gesundheitspersonals erwartet, dass die Patientin selber sich um eine Dolmetscherin kümmert. Mhm. Hier wird die Verantwortung dann häufig auf die Patientin verschoben. Und wir als Programm möchten da ansetzen, den Blick auf das System zu richten. Also wir brauchen eine flächendeckende Sprachmittlung innerhalb der Versorgungsstrukturen. Das ist auch Teil des aktuellen Koalitionsvertrages, dass das in das Sozialgesetzbuch mit aufgenommen wird, damit alle PatientInnen eine Sprachmittlung bekommen können, wenn sie denn diese brauchen. Wie kriegen Sie denn die Pauschalurteile aus den Köpfen des medizinischen Personals raus? Ja, da setzen wir mit unserem Programm in der Qualifizierung an. Uns geht es darum, die Themen Rassismus und Diskriminierung in der Gesundheitsversorgung in die jeweiligen Curricula zu bekommen, sodass wie über zum Beispiel Hygiene oder Krankheitsbilder gelehrt wird, so auch darüber gelehrt werden soll, wie Rassismus historisch gewachsen ist und sich in unseren Wissensbeständen und Strukturen widerspiegelt. In den Wartezimmern sind manchmal alleinstehende Kranke oder sind in großen Gruppen. Das sind dann meistens ja, migrantische Gruppen, die in die Wartezimmer kommen und sagen sie dann, das muss auch anders gehandhabt werden, weil ich habe oft von Ärzten gehört, sagen, nee, sie können hier nicht rein, da muss die ganze Familie mit. Da sind die Bedürfnisse natürlich sehr unterschiedlich und ich würde eher davon absehen, migrantischen Gruppen zuzuschreiben, dass sie immer in Gruppen kommen. Aber das kann natürlich ein Bedürfnis sein, so wie auch zum Beispiel in der Geburt. Wir kooperieren mit 7 Kliniken für Gynäkologie bundesweit zusammen. Und auch da geht es unter anderem um dieses Thema, wie Geburten gelebt werden. Geburten werden je nach Familienkontexten, und hier würde ich auch von kulturellen Zuschreibungen absehen, Geburten werden manchmal mit mehreren Familienmitgliedern gelebt und da kommt es auch auf die Strukturen drauf an. Also können wir als Klinik die Möglichkeiten dafür schaffen, dass dann zum Beispiel das Familienzimmer entsprechend angeboten wird und hier auch der Besuch von einer Familie möglich gemacht wird. Frau Jalczyk-Kaja, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch heute Abend bei uns in der Abendschau. Danke auch.